Okay, Yorichi-san, sehr schön. Normal. Ich finde aber ihr Standard-Outfit irgendwie besser. So, jetzt mischt sie sich in das gleiche, auch ins Getümmel und hilft dann Ichigo sozusagen zu seinem Ziel zu kommen. Ja? Anken. Musouren-bu. Shinsugeki, Shinkoraigeki, Raigeki, beste Karte. Alright then, let's do it mit Yorichi-san. Yeah. Move it. Bam. Ich muss sie definitiv noch übler trainieren. Ich glaube, sie wird der nächste Charakter sein. Eigentlich hatte ich ja Rukia geplant, weil die das unbedingt braucht, aber ich habe irgendwie viel mehr Bock darauf, Yorichi-san zu trainieren. Das nehmen wir mal kurz mit. So. Und jetzt bist du dran. Bam. Sehr schön. Mist, das hätte ich mir aufheben können. Okay, weiter geht's. Voll cool mit der, finde ich. In your face. Ihr könnt euch so oft sweaten, teleportieren, weiß ich was. Seid trotzdem nicht besser. Genau, was ich gebraucht habe. Alright. Let's move on. Das ist einfach zu krass. Was haben wir hier? Alter, wie übel ich gerade wechseln musste. Okay, leider nicht getroffen. Ich pausiere das mal kurz. So, und weiter geht's. Hatte gerade Probleme mit dem Speicherplatz. Hab schnell meine Aufnahme auf den PC rüber geschoben. Ich bin jetzt total rausgekickt irgendwie aus dem Game, aber scheiß drauf. Und hab dann jetzt wieder eine neue Aufnahme gemacht. Ich habe eigentlich einen größeren Stick zum Abspeichern, aber der ist nur 2.0. Und der 3.0er, der hat nur 16 GB. Das heißt, der kann gerade mal anderthalb Stunden aufnehmen. Und da waren wir eigentlich schon. Ist egal, ich schneide das aber am Schluss sowieso zusammen. Das passt. Der macht einfach nichts. Steht nebendran und kassiert. Läuft bei dem. Ja, genau. Alright. Let's do this. Fertig.
Mal gucken, wie viel ich von denen erwische. Wahrscheinlich nicht so viel. Ja, dachte ich mir. Egal, scheiß auf die. Oh, bleib doch auf den, Alter. So, was ist hier hinten schönes? Leben. Okay, weiter geht's. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen drin. Und wir werden schon wieder gestoppt. Läuft, Alter. Ja, das dauert nicht so lang. Ja, dieses Hogyuk, das hat dir übertrieben viel Power gegeben, wir wissen's. Und trotzdem bist du nicht besser als Ichigo. Also ich fand Eisen damals cooler, als er noch dieser Brillentyp war und so. Hat irgendwie besser gepasst. Diese Verwandlung, naja. Sieht aus wie so ein hässlicher, möchte gern schmel... Wie eine Raupe, die zum Schmächtigen werden möchte, aber dann immer noch so hässlich, wenn nicht sogar noch hässlicher als davor ist. Also sorry an die Eisenfans, ich meine, der hat auf jeden Fall Skill und weiteres so, aber das, was die mit seinem Charakter gemacht haben, diese Verwandlung da, nicht die Transformation, sondern von normalen zum Badass-Typen. Allgemein, dass er Badass wird, kein Problem, aber das Aussehen, na, vor allem das hier. Sieht aus, als hätte er sich eine Ganzkörpersocke über den Kopf gezogen, Alter. Der hat auch eine bekannte Stimme von einem Anime, den ich kenne, aber mir fällt es gerade nicht ein. Mir fällt es gerade nicht ein. Aber es ist auf jeden Fall ein berühmter Anime. Okay, das müsste eigentlich gewesen sein. Eat this! Bam! Mann, war das gut. Ja, ist okay. So, sind wir jetzt schon mal... Nein, da kommt noch irgendwas vor dem Ende, denke ich. Ich weiß es nicht mehr. Mal gucken. Mal gucken. Ja, sag ich doch. Ah, gegen Gin. Da können wir very hard machen. Mann, war das Anfang schwierig, gegen den zu kämpfen. Vor allem das erste Mal auf ultra hard da. Auf very hard oder wie das heißt. Aber jetzt geht's eigentlich. Hoffentlich kriege ich wieder ein S. Ich
Dieses dreckige Orochimaru-Grinsen, Alter. Alter, willst du jetzt die ganze Zeit vor mir wegrennen, oder was? Alter, ist der nervig. Der haut ja nur ab. Eat this. So, jetzt kann ich mich verwandeln. Bam! Kommt noch was von dem? Oder verreckt er einfach? Ach, verreck. Get the Gattencho in your face! Sehr schön. Achso, das war ja da, wo Ichigo seinen Tiefpunkt erreicht hat. Damit er gegen... wie heißt sein Bankai-Form nochmal? Oh, ich hab's vergessen. Ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Damit er gegen ihn dann trainieren kann, während sein Dad die Stellung hält. Alles klar. Last part. Let's do it. Very hard natürlich. Sonst wird es nix. Ihr wisst, was hier abging mit seinen Freunden. Und ich finde dieses Aussehen so dope. Ich finde das so dope. Ich feiere diese Form einfach. Schade, dass er nur so kurz da war. Aber war irgendwie klar, weil das war einfach über dope. Ich gebe mir wahrscheinlich die Folgen nach diesem LP gleich nochmal. Waren ja nicht so viele. Ja, Mügetsu ist leider nicht verfügbar hier. Aber ist ja Teil der Story. Alter, warum krieg ich den nicht? Na, geht doch. Das nehme ich mal kurz. Und weiter geht's.
Soll ich mich jetzt schon verwandeln? Ich glaube nicht. Und weiter geht's. Mal gucken, ob ich kurz was hier kaputt machen kann. Ja. Passt. Weiter geht's. Ah, gleich muss ich mich verwandeln. Oder doch nicht. Schade, ist weg. Vor allem dieses Blaue, ich finde das so krass geil, ja? Das Rote ist zu dem Blauen geworden. Ja, explodier halt, juckt eh kein. Verreck. Cool, nichts davon getroffen. Und tschüss. Und da ist er noch. Oh shit, das war aus Versehen, wollte ich gar nicht. Hier war doch irgendwo. Hier. Ah, da ist ein Minus Grande. Ah, der hat noch überlebt, krass. Was trifft mich da die ganze Zeit so blöd? Ah, das sind mehrere. Jetzt check ich's. Okay, weiter geht's. Das wird wahrscheinlich nicht ein S sein, aber scheiß drauf. Ja, jetzt sind wir da. Ah, ich kann mich gleich verwandeln. Ah, ich gehe noch in seine Nähe wie ein Depp. Kranke Grab, gell? The final battle! Sorry für deine Teleportation. Goku ist trotzdem schneller. Okay, jetzt kann ich mich verwandeln. Schade, dass Mugetsu hier nicht verfügbar ist. Der hat ja nicht mal richtig angefangen, er hat schon verloren. Was für ein Noob. So fucking epic.
Ja. Ein bisschen gegen die Story. Aber das war's eigentlich auch schon. Ich weiß, es ging schnell. Ich weiß, ich habe ein bisschen zu wenig gelabert, aber was hätte ich sagen sollen? Ich denke, ich habe einen guten Job gemacht. Ich habe, wie gesagt, nicht alle auf Max gehabt, sonst wäre es ja noch schneller gegangen. Sorry, deswegen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch Spaß gemacht hat. Für mich war es auf jeden Fall nötig, das hier zu Let's Playen. Wollte ich unbedingt machen, vor allem mit meiner neuen Capture Card. Und ja, lasst uns hoffen auf eine neue Blitz-Serie, wenn nicht auf die Fortsetzung, dann auf ein neues Game. Und das war's bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Der Blue Gangster ist out. Peace YouTube. Noch viel Spaß bei den Credits.